Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Super Mario 64. Star Adventures mit Tiltinsel, hallo. Ach Gott, mein Controller, der ist da. Ja. Ja, ich starte ohne meinen Controller zu wissen, wo er ist. Was ist denn achter Fehlerstern? Hatte ich nicht versprochen, irgendwelche andere Sterne zu machen? Du, es ist eigentlich egal, welche Sterne wir jetzt machen, hauptsache wir machen Sterne. Ach, ich habe schon alles aufgeholt. Ja, wir haben 113, wir brauchen jetzt nur 7. Also mache ich jetzt einmal hier was gar weiter. Ja, mach du mal. Na, da nicht. Da. Na, so. Da nicht. Ja, ja, hier. Ich warte nur ein bisschen fertig. So. Wir haben uns heute ein Thema einfallen lassen. Oh ja. 5 Itty-Bitty Secrets. Dieses Thema ist Freundschaften und Beziehungen. Man kennt's. Ja. So was gibt es noch der Welt, Leute, auch wenn ihr es nicht glaubt. Aber es ist wirklich so. Ja. Ja, nice. Ja, der Pilzinsel. Der Pilzinsel hat eine Freundin. Ja, das stimmt. Ich habe eine Freundin. Seit, aber noch nicht allzu lang, seit Anfang des Jahres. Beides jetzt mittlerweile schon länger. Dreiviertel Jahr ist. Ja, das ist doch schön. Ja, immerhin. Ja, ich bin glücklich und zufrieden. Fangen wir mal lieber mal ganz am Anfang an. Lieber Marci, was waren denn deine ersten Freundschaften als kleiner Junge? Als kleiner Junge, boah, die ging schon im Kindergarten los, glaube ich. Ah ja, auch im Kindergarten sind Freundschaften wichtig. Im Kinder... Ja, aber ich bin immer so ein... Also ich habe Freunde so gehabt, so, aber ich bin eher so der Einzelgänger-Typ, weißt du? Oh, ich weiß nicht, kennst du das? Ich kenne das voll und ganz. Also, ich bin... Man hat so Leute um sich rum gehabt und so, ne? Aber man ist insgesamt so ein Einzelgänger, wo man sagt, oh mein Gott, lieber meine Ruhe, oh mein Gott, zu viel Trubel, lieber meine Ruhe. Nee, aber das ist, es ist schön, also ich habe mich damals auch gefreut so, aber, weiß ich nicht, also, ich habe auch nichts dagegen, wenn ich jetzt mal alleine bin, also ich keine Ahnung. Ich voll und ganz bin ich da gleichert. Ich bin auch zwar auch gern unter Freunden, aber genauso gern mag ich es auch allein zu sein. Also mal allein zu sein. Ja, für mich zu sein, so voll ohne. Boah, und wenn du in der Schule warst, weißt du, da waren immer alle um mich rum. Ja, genau. Ach, ja. Und dann sind die meisten noch bis abends um, wer weiß wann, noch mit den anderen zusammen gewesen, habe ich gedacht. Okay, nee, Leute, das war bei mir nicht. Irgendwo ist auch eine Grenze. Gut, ich muss zugeben, das lag ein wenig dran, dass ich keine so großen Freunde gehabt habe damals. Ich war noch nie so richtig der... Ich war eigentlich immer wegen so der Außenseiter. Von daher... Ach so. Und dann wurde ich auch eine Zeit lang gemobbt. Tatsächlich ist dann irgendwann mein Papa da die Schulden und hat einmal die großen Kinder da mal... Wollen wir das auch in diesem Thema bringen oder eher nicht? Ich bring's. Weil das kann man eigentlich in einem neuen Thema. Aber wir können es auch in diesem Thema packen. Ja, ich habe schon Angst, dass das alles zu viel. Deswegen sage ich ja also. Aber hey, sind wir so freundesreich? Haben wir denn je schon so viel Freunde gehabt? Also ich nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also es kommt drauf an, richtige Freunde oder einfach Freunde? Also richtige Freunde oder halt allgemein, wie es halt damals war, der Kontakt zu anderen, viel mit anderen unternommen oder eher weniger oder hattest du ein, zwei Freunde oder hattest du gar keinen oder hattest du also privat, 100.000 Freunde, mit denen du eng zusammen warst? Millionen. Nein. Klar. Ich weiß nicht, also ich war, sobald ich in der Schule bin, da waren die eben halt da und wenn ich zu Hause war, war ich unter mich. Ja. Also es gab mal eine Zeit lang, da hatte ich jemanden, da bin ich auch hingefahren und wieder er kam mal zu mir. Aber im Großen und Ganzen meistens so war es immer so Schule, okay, da waren sie da. Und zu Hause war ich eben halt bei mir, ne? Habe ich LPs gemacht, Let's Plays. Da habe ich ja mit dir auch noch aufgenommen. Und mit anderen. Und da hatte ich mehr Spaß. Also es kam, wie so ein bisschen, weißt du, die Let's Player-Zeiten, damals so, wo ich noch in der Schule war, das war für mich so ein Highlight, weißt du? Wenn ich nach Hause kam, okay, was plane ich so? An Spiele oder das Spiel kommt, das Spiel spiele ich. Oder. Aber es ist halt wirklich so, ich habe nichts gegen den anderen gehabt oder so. Aber weiß ich nicht, ich war nicht so der Mensch, der so viel mit Leuten so auch privat was zu tun hatte. Ja,
Das war bei mir, wie schon gesagt, relativ ähnlich, bis auf den Grund. Also bei mir war eher der Grund, weil ich einfach grundsätzlich, also ähnlich wie bei dir mit den Let's Plays, ich hatte grundsätzlich andere Interessen wie die anderen. Das war schon immer so gewesen. Und naja, dann war man da halt da. Dann war ich extremst schüchtern. Also schüchtern hoch 20.000. Ja, es hat halt alles zusammengeholfen. Und eigentlich erst, ich meine, ich war dann nach der 6. Oh Gott, über Schule kann man auch was machen. Nochmal das Thema. Aber nach der 6. Klasse habe ich die 6. Klasse einmal wiederholt. Freiwillig. Aber bin dann auf eine andere Schule, hab dann meine mittlere Reife gemacht. Und letztendlich, damit ist schon aufwärts gegangen, aber so richtig ist es eigentlich mit Anfang meiner Ausbildung gekommen. Da hatte ich dann tatsächlich dann jemanden gefunden, mit dem ich dann befreundet war. Und aus dem sich dann jetzt tatsächlich eine richtige Freundschaft rauskristallisiert hat. Also ja, ich muss sagen, ich bin so wie es ist, voll und ganz. Ja, ich war da so schulmäßig. Dann Pause, da hatte ich so die Leute. Aber. Es war bei mir wieder anders. Ich war in der Pause immer der ganz alleine, der immer den ganzen Pausenhof abgelaufen ist und in Gedanken versunken war, weil er sich irgendwelche virtuellen, also irgendwelche nicht existierenden Welten ausgedacht hat, in denen man gerne wäre. Ich habe damals Fußball gespielt. Da war ich auch immer so, oh, Marci und Fußball und ja. Ja, also bei mir war das immer so ein bisschen, hab die Schule ja gewechselt einmal. Da war ich ja auch, wurde ich anfangs gemobbt. Naja, bei mir ist es immer so, dachte mir so ein bisschen auch schon, Anfang wird man immer gemobbt. Und entweder man kommt da rein oder man kommt da nicht rein. Ja. Was ich scheiße finde, ich weiß nicht, ich wollte auch gar nicht, also ich weiß nur noch, wo ich gewechselt bin. Ich war echt schüchtern und ich hatte absolut keine Lust. Und weißt du, kennst du das, wenn du neu bist und die starren alle an? Oh Ja. mein Gott, da ist der neue Schüler. Oh mein Gott, Nicht guckt ihn euch an. nur dann, sondern auch noch wehe, du hast einmal was anders gemacht wie die anderen, du hast irgendwas anders Ja, das gemacht. ist, wow. Boah. Ja. Und, Voll der Nerd, dann war ich entweder voll der Streber oder voll der. Ich weiß es nicht, einfach irgendwie. Ich hab halt nie dazugehört. Nie so richtig. Und das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert. Dann war ich irgendwann drin und dann wurde ich nicht mehr gemobbt. Ja. War ich sogar einer der bekanntesten auf dem Schulhof. Oh! Ja, es hört sich Jetzt so an, aber! aber es war. Jetzt Ja, aber! das Problem an der ganzen Sache war, ich weiß nicht, ob ich das so öffentlich erzählen darf, aber ich erzähl mal, ich nenne die Person nicht, aber ich sage nur, es gab damals jemanden, die Person, da war damals jemand, die anderen so, weißt du, so verwendet hat und so, ne? Auf jeden Fall, ich will jetzt auch nicht so viel sagen. Auf jeden Fall hat die Person, habe ich dann gesagt, okay, weil die Person das auch von mir ein bisschen anders mit umgegangen ist und ich bin jemand, okay, kommt so an, wie man mit mir umspringt, der kriegt das dann auch irgendwann zurück, ne? Und dann habe ich jemanden in der Zeit kennengelernt und der hat mir dann geholfen und ja, dann war sie irgendwann dann ziemlich, ja, die Person dann eben halt nicht so begeistert und dann war ich auch im Besprechungszimmer und dann war ich da und dann waren die Lehrer da und ja, auf jeden Fall wurde es dann irgendwann besser. Nur, jetzt, also, der Schulwechsel, wo ich sagen würde, da hat sich wirklich einiges bei mir verändert, weil, boah, heftig. Wie Also, so ein beim. Schulwechsel, Leute, da, entweder es läuft richtig großartig oder es läuft scheiße, Ja. aber in den Anfang der Schulwechsel, Leute, stellt euch schon mal darauf ein, ihr werdet wirklich angeguckt und irgendwie, ne? Ja. Also, ich hoffe es nicht, dass ihr gemobbt werdet, aber. Ich kann nur sagen, bleibt stark, zieht das Genau. durch und sucht euch und guckt euch um, Eben. welche Leute es da gibt und vielleicht findet ihr auch Anschluss, sodass es dir nicht mehr weiterhin passiert. Ja. Aber bei mir ist es so, ich habe wirklich damals Leute gesehen, die gemobbt wurden
Und ich stand da auch erstmal schon. Also, ne, man kann ja eben halt nichts machen, ne? Das Problem ist eben halt, wenn jemand gemobbt wird und du stehst daneben oder wärst daneben. Hm. Was willst du machen, ne? Genau. Willst du zum Lehrer gehen, dann kriegst du nachher, dann bist du derjenige, der da dran ist. Ja. Also, ne, also, Leute, ne, also alle, die gemobbt werden, ist natürlich scheiße und ich wünsche es keinem. Ja, ne. Weil das wirklich das so eine Scheißaktion ist. Das wünscht mir klar keinem. Aber laut, also so schulmäßig bei mir damals, ja, es war schon, also der Schulwechsel, der hat bei mir wirklich, ja, wie soll man das nennen, also es war actionreicher als vorher. Ich hatte viel mehr Action, ich hatte, ja, auch beim Fußball, es war einfach so, war es Fußball und dann kennst du es, wenn du dich nicht aufteilen kannst und es wurde ja am Anfang immer gesagt, ja, Marci, komm hier. Ich war immer der Letzte. Oh. Ja, gut. Hat sich dann in der neuen Schule in den höheren Klassen minimal gelegt. Da war ich dann der Vorletzte und Vorvorletzte, aber ich war... Nee, ich war eher der Letzte. Ja. War nicht immer der Allerletzte, aber es war schon... Dann haben sie tatsächlich dann immer manchmal noch aus Solidarität so getan, als würden sie mich mögen und mich dann einmal als Vorletzten genommen. Wow. Ei. Aber Gott, das ist vorüber. Ich glaube, wir haben mehr über dieses Mobbing-Dings da gesprochen, als irgendwie über die Schule an sich. Ja, da hake ich jetzt gleich mal wieder ein, weil okay. Ich hatte damals einen Freund, der hieß Sascha. Mit dem war ich immer, ja, war ich sehr gut bevor. Ich weiß nicht, wir haben uns halt, ich weiß gar nicht, wo wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, irgendwann mal in der Schule und irgendwie sind wir dann zusammengekommen, halt so, keine Ahnung. Wir waren halt so alle zwei, wegen nicht so, die gerade sehr in waren. Und er hatte dann nachher leichte Behinderung gehabt, Gehbehinderung. Ich meine, er konnte laufen, ja. Nichts, aber das ist kein Problem. Ach, der war sogar auf einem Auge blind, fällt mir gerade ein. Oha. Ja, auf einem Auge war er sogar blind, auf dem anderen hat er, glaube ich, nicht allzu gut gesehen. Aber es war ein Mensch, du in dem hast es nicht unbedingt sofort angemerkt, dass dem irgendwas fehlt. Er war sehr humorvoll, fand's witzig. Wir waren auch manchmal zusammen bei ihm oder bei mir. Vom PC haben irgendwie Landwirtschaftssimulator. Kenn ich auch. Sind ein Graben gefahren und so ein Zeug. Hab ich damals Alter Falter. Und ja, das. Da hat sich halt der Kontakt dann nach einer Zeit verloren jetzt zum. Ich weiß es gar nicht. Dann war ich in der neuen Schule und irgendwann hat sich das halt dann gar verlaufen. Ja. Ja, und eben seit meiner Ausbildung habe ich eben, ich sag jetzt mal, einen neuen Freund, halt den Tim. Ja, er ist hier und da gewöhnungsbedürftig, aber ist ja ganz netter. Und man, der arbeitet mit mir in derselben Abteilung, ist genauso neulich unterwegs. Dann bist du aber offener, also das ist schon. Also bei mir ist es so, ich habe auf der Arbeit, also Freunde kommen also jetzt nicht so, das sind Arbeitskollegen, ne? Mhm. Bei mir ist es so, ich gehe arbeiten und gehe dann irgendwann auch nach Hause. Mhm. Also es ist nicht so. Also bei mir ist so, den Anschluss so, ich finde den Anschluss so in der Firma so nicht, also bei den Leuten. Mhm. Nichts gegen die Leute so, ich bin auch, aber ich bin eher so der Schüchterne, weißt du, der überhaupt so den Draht zu den anderen so nicht richtig findet. Ich bin genauso, im Endeffekt habe ich mich halt durchgekämpft und dass ich mit dem Tim, ich sag jetzt einmal, ein wenig dicker geworden bin, ist einfach nur daraus entstanden, dass ich nicht los nachgelassen habe, weil... Es war immer so, ich habe die ersten eineinhalb Jahre, meine ich sogar, das Gefühl gehabt, dass er mich überhaupt gar nicht mag. Dass er immer nur denkt, was ist denn das für ein Idiot? Und irgendwann ist es dann, hat sich das aber schlagartig geändert. Ja. Habe ich das Gefühl und seitdem ist das überhaupt kein Problem mehr. Seitdem sind wir echt, also jetzt so dicke, jetzt auch nicht, ich meine, ja. Ja, und dann kommt's noch, ich meine, jetzt habe ich seit Januar eine Freundin. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Und sie vor allem... Zum Geburtstag gekriegt. Ja, zum Geburtstag, ganz genau. Ich habe eine Freundin zum Geburtstag gekriegt. Du hast ja so sehr gewünscht. Das ist ja wie so ein Geschenk. Ich habe mir so sehr eine Freundin gewünscht. Und endlich habe ich sie bekommen.
Ja, ja, ist so. Ich hab sie, ich mag sie, ich liebe sie. Ja, ja, ist gut. Ja, das ist schön. Wo habt ihr euch kennengelernt? Durch Tim und dem damaligen komischer sein, also seiner 2-Wochen-Freundin, was eigentlich der Jasmine Freundin ist, also beste Freundin, und diese Freundin eigentlich ja nur ganz zufällig. Was wollte ich jetzt auch? Und diese Freundin eigentlich nur ganz zufällig mit ihm zusammen war, kurz. Demnach ist es zufällig auch mit uns passiert. Und naja, der Jasmin, ihr Freund, hat gedacht, naja, sag mal, meinst nicht, dass ich zu ihr pass? Ja, doch, vielleicht. Kannst du ja mal fragen. Und da hat die das zu mir gesagt, als der Tim, die Sandra und ich einmal zusammen fort waren. Und da habe ich mir gedacht, oh, ja, das machen wir. Und dann hat sich das erst wieder verlaufen. Dann habe ich wieder Schiss gehabt, dass das sich wieder verläuft. Dann habe ich dem Tim tatsächlich richtig angeschnauzt. Ey, was soll denn das? Das kannst du doch nicht schon wieder mit mir machen. Alter, ich will nein, den komischen Zeug da. Das kannst du nicht schon wieder mit mir machen. Jedes Mal läuft es aufs selbe hinaus. Und diesmal hat es geklappt. Und es hat tatsächlich gleich gefunkt. Also, wirklich bin ich so froh. Was mich zu meiner Frage hinführt, also ich hatte damals noch nie, bis dahin noch nie eine Freundin. Ich habe immer gedacht, auch ich wünsche mir eine Freundin. Mhm. Zwar nicht den ganzen Dreck und Mist und auch nicht so, wie sonst jeder immer ein Bild von Frauen hat, sondern auch ein wenig schüchtern, total unheimlich lieb und halt, ja, süß und halt alles Zeug. Aha. Und nach Warten habe ich das bekommen. Jetzt führt mich das zu meiner Frage an dich. Wie war das denn bei dir? Hattest du schon mal eine Freundin? Lass mich raten, ich tippe auf Nein. Nee. Ich weiß nicht wieso, aber ich tippe auch irgendwie also, auf Nein. Ja, du bist ja so nett zu mir, ne? Glaube ich gar nicht. Also, nee, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt jetzt. So schüchtern. Was mit. Also, was heißt öfters was? Aber in der Schule. Mit Frauen und so weiter. Also ich komme mit denen reden und so weiter. Und ich bin auch jemand, mit dem man kann man reden und so weiter. Aber eine Frau, eine Freundin oder so habe ich nicht. Nee. Hatte ich nicht. Nee. Nee. Ja, das war schon das Problem. Ich konnte ja nie mit Frauen oder anderen reden. Du kennst du The Big Bang Theory, die Serie da? Ah, Alter, Sheldon Cooper, The Big Bang. Auf jeden Fall. Und ich Folge? War so wie dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, weiß schon, der eine halt. Da. Der eine, worum geht's denn, in welche Situation? Der nie mit Frauen reden kann, der den Mund nicht vor Frauen aufmacht. Du meinst hier Raj? Ja, Raj, genau. Raj. Raj, wie hieß der noch? Raj. Ja, ich weiß gar nicht. Oh, ich hab keine Ahnung. Nee, das war der andere. Nee, Wolowitz. Wolowitz war ja der andere, der kleine. Raj Kuprapali oder so, wie der heißt. Kutrapalli, genau, Kutrapalli. Genau. Ach ja. Ach ja, sehr wild. Und ich habe auch immer mich nie getraut, Frauen anzuschauen oder Mädchen anzuschauen. Immer nur dann, wenn ich genau wusste, sie schauen nicht her oder kein anderer guckt mich an. Genau dann, erst dann habe ich mich getraut, mal hinzulinsen. Aber auch so, dass ich habe immer mich beobachtet gefühlt eigentlich. Big House in the Sky. Das ist das. Also das ist echt schlimm gewesen. Und ja, also, es legt sich alles aber. Mit denen geredet und so weiter, mit Frauen und so weiter, hab ich auch. Und in der Schule hatte ich mal jemanden, mit der hatte ich guten Kontakt. Aber ja, es war so Art Freundschaft, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, nee, ja, lief was oder so, es war immer eine Freundschaft. Ich war schon so schüchtern, und dass ich selbst, also, ich aber es konnte nicht klar so denken. In Thema, weil ich immer, Thema Beziehung, oh mein Gott, nee. Ja, ich hatte immer... Das ist so immer so ein Ding, wo ich sage, ja, wie reagiere ich so drauf, ne, das ist... Aber ich wusste genau... Ich brauch's. Ich wusste genau, ich will das unbedingt. Ich weiß nicht warum. Und wenn der Filzinsel was will, dann kriegt er das auch irgendwie. Ja, weil genau. Er sich was gewünscht hat. Und nein, er hat es nicht zu Weihnachten bekommen, sondern so.
Aber was ich zu dem Schüchtern noch sagen muss, also, ja. So schön immer, eigentlich immer, wenn ich mit neuen, deswegen hasse ich Menschen, ich hasse einfach Menschen. Menschen, ja, die ich nicht kenne, und ich hasse Läden, die ich nicht kenne. Können wir darüber mal reden? Ich habe ein gutes Thema jetzt. Oh ja. Ich bin ganz deiner Meinung, ich hasse auch Menschen. Wenn ich in einen Supermarkt gehe oder irgendwo und sind hinter mir oder irgendwo geiern oder sprechen rum oder so und du hast das Gefühl, die schauen dir an oder kleine Kinder oder wie auch immer. Ja, genau. Und du denkst dir, du willst doch einfach nur einkaufen. Hört auf mit irgendwie, da könnte ich irgendwas anderes machen, wenn ich gerade in meiner Nähe. Und bei mir ist es auch so, ich kann das überhaupt nicht haben. Ich sag auch immer, oh mein Gott, müssen da so viele Leute sein. Ja, genau! Deswegen, hey, ich meine, ich mag ja gerne einmal auf einen Weihnachtsmarkt, aber das Problem bei meiner Geschichte ist, dass ich es hasse, dann zu gehen, wenn jeder geht. Abends, wenn es dunkel ist. Gut, ich mag zwar auch nicht Nachmittag gehen, da habe ich dann halt einfach ein Problem. Aber das ist scheiße. Oder Schützenfest. Ich gehe lieber Nachmittag auf ein Schützenfest, weil da weniger los ist wie abends. Ich gehe gar nicht auf ein Schützenfest. Ja. Doch, ich gehe immer nur welche die ganzen, einfach mal welches Feeling, aber ich kaufe dann nichts anderes wie Fahrtickets. Ich fahre den ganzen Tag. Ey, noch was. Wir müssen unbedingt mal ein Party über Freizeitparks machen. Oh ja, das ist ja. Wir gehen im nächsten Party über Freizeitparks. Okay. Ankündigung, schaltet ein beim nächsten Mal. Eben. Auf jeden Fall, Leute. Das ist gleich das Stichwort, schaltet ein beim nächsten Mal. Ich habe jetzt einen Stern in dem ganzen Teil gemacht. Du hast zwei insgesamt gemacht. In dem Part habe ich zwei gemacht, drei habe ich gemacht, drei Sterne habe ich gemacht. Hast du so gemacht, aber okay. Hier in dem Regenbogen-Dings habe ich nur einen gemacht, aber die anderen kriegst du hin. Ich weiß nicht, wo die alle sind, aber ja. Ich glaube, das jetzt war der anspruchsvollste. Also irgendwie, keine Ahnung, ich könnte jetzt weiterreden über dieses Thema, aber... Ja, unendlich. Aber unsere Zeit ist langsam an einem Punkt, wo man sagt, ja... Leute, wie denkt ihr über Menschenmassen oder Menschen? Schreibt es in die Kommentare. Eben, genau. Wie denkt ihr das? Wie seid ihr? Lasst uns wissen. Vor allem, was ich noch sagen wollte. Ich bin dann immer noch so, ich habe, egal in welcher Situation, ich fühle mich immer viel zu sehr beobachtet und denke immer viel zu viel. Oh, Unter anderem viel zu viel denke ich drüber nach, was andere Menschen gerade von mir denken, auch wenn es denen überhaupt nicht juckt, offensichtlich. Denke ich drüber nach. Das ist noch so. Und dir geht's also auch so. In gewisser Weise. Ja, wenn ich das so sehe, ja. Wobei ich denke generell viel zu viel. Ich, wenn manchmal weniger denken würde, wäre das Leben einfacher. Aber egal. Also gut, Leute. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal auf dem Kanal von Masi. Ja, genau. Ciao, ciao. Schau hier rein, beim nächsten Mal.